der Christ und die Ältestenwahl. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Amt. 1. Timotheus 3 Vers 1. Eine Person, die in einer Gemeinde Leitungsaufgaben übernimmt, bezeichnet die Bibel als Presbyter, das heißt griechisch Ältester, oder als Episkopos, das bedeutet Aufseher. Dass beides die gleiche Aufgabe bezeichnet, wird in Titus 1 in den Versen 5 bis 7 deutlich, wo die Begriffe austauschbar verwendet werden. Bereits in der ersten Gemeinde in Jerusalem gab es älteste, Apostelgeschichte 11, 30, Apostelgeschichte 15, 2 und 4, oder auch Apostelgeschichte 21, Vers 18. Von Paulus und seinen Begleitern lesen wir auf der ersten Missionsreise in Apostelgeschichte 14, Vers 23, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Später ermutigt Paulus seinen Mitarbeiter Titus auf Kreta, in jeder Stadt Älteste einzusetzen (Titus 1, Vers 5). Immer ist von mehreren Ältesten die Rede. Nie trägt einer die Verantwortung allein, was nicht ausschließt, dass eine einzelne Person, wie zum Beispiel Jakobus in Jerusalem, als Leiter hervortritt man vergleiche apostelgeschichte 15 vers 13 oder apostelgeschichte 21 vers 18 es ist der herr selbst der menschen in den ältesten dienst beruft apostelgeschichte 20 vers 28 habt acht auf euch selbst und auf die ganze herde in welcher der heilige geist euch als aufseher, eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das Vorstehen gehört, Römer 12, Vers 8, zu den Geistesgaben, die Gott nach seiner souveränen Gnade zuteilt, ohne dass wir als Menschen etwas dazu tun könnten. Wie wird diese Berufung bzw. die Einsetzung konkret vollzogen? Gottes Wort liefert uns kein fixes Schema oder eine Checkliste, anhand derer wir vorgehen könnten. Und doch finden wir gewisse Hinweise, die wir bei der Einsetzung in ein Amt beachten dürfen. Diener Gottes wollen zuallererst erbeten sein. Matthäus 9, Vers 38 bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Dann gilt es, sich nach Brüdern umzuschauen, die Gott auf diesen Dienst als Älteste vorbereitet. Es ist die Gemeinde, die Welt. Man vergleicht Apostelgeschichte 6, 5 oder 2. Korinther 8, 19. Vor der Wahl der ersten Diakone beauftragen die Apostel die Menge der Jünger. Apostelgeschichte 6, Vers 3. Seht euch um nach sieben Männern von gutem Zeugnis die voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Mögliche Kandidaten werden geprüft. Es ist die Aufgabe der bestehenden Gemeindeleitung, in diesem Prozess voranzugehen. Biblische Kriterien für die Wahl eines Ältesten finden wir im 1. Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 1 bis 7 und im Titusbrief Kapitel 1 in den Versen 5 bis 9. Wesentlich ist, und dies legt auch der Begriff Ältester nahe, dass es sich wie bei den Diakonen um bewährte Leute handelt. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 10 lesen wir, Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden. Dann sollen sie dienen, wenn sie untaderlich sind. Genauso entscheidend ist, wie wir eingangs gesehen haben, dass die Berufung dem persönlichen Wunsch des Kandidaten entspricht, dass er nach diesem Amt trachtet, beziehungsweise es begehrt. Oder wie Petrus zu den Motiven schreibt im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Verse 2 bis 3, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, nicht als die, welche über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Abgeschlossen wird der Auswahlprozess durch eine öffentliche Einsetzung unter Gebet und Handauflegen. Apostelgeschichte 6, Vers 6 oder 14, Vers 23.